Ist es dann doch so, dass Bewegungen wie die AfD, Sie haben das ja vorexerziert jetzt über lange Zeit, auch sehr stark politisch davon leben, Ängste, die es gibt in der Bevölkerung, zu verstärken. Und dann sieht man, dass es aber innerhalb solcher Bewegungen immer wieder, und Sie sind ja momentan mittendrin, auch innerhalb Ihrer Partei und Ihrer Bewegung, rumort es ja einigermaßen, scheint ja irgendwie auch ein Spezifikum zu sein, junger, ein bisschen revolutionärer Bewegungen, dass Sie dann eigentlich auch intern mit dieser Dynamik und mit dieser Geschwindigkeit und auch mit dieser Aggression, die dann doch ein bisschen da drin steckt, schwer zurechtkommen, nicht? Was ist denn jetzt Ihre konkrete Frage? Wie weit Sie die Aggression, von der Sie leben und die Sie auch immer beklagen, wie weit die eigentlich von Ihnen ausgeht? Herr Fockenhuber hat es ja angedeutet, Sie erscheinen uns hier ja sagen, über die Leitung als einigermaßen reines Opfer, gegen das alles Sinn. Wo sind eigentlich die Anteile einer Aggression, die von Ihnen kommen und die man, wenn man sich's anschaut über die letzten Monate, ja dann eigentlich auch im Innenverhältnis und in den internen Auseinandersetzungen, die ja auch durchaus hart geführt werden, wo steckt denn da Ihr Anteil? Na, dann trennen wir doch einmal, Sie fragen nach Angst und Emotionen, Sie nennen das jetzt Aggression, aber nennen wir es doch mal neutral, Emotionen in politischen Parteien und in der politischen Auseinandersetzung zwischen verschiedenen politischen Konkurrenten. Und dass junge Parteien anders dynamische Kämpfe austragen als diejenigen Parteien, die seit Jahrzehnten etablierte Strukturen haben. Ich glaube, das ist eine Binsenweisheit, über die müssen wir gar nicht diskutieren. So, und dann ist die Frage, inwieweit Emotionen und natürlich auch Angst, die nur bei den etablierten Parteien dann häufig als Sorge des Bürgers bezeichnet wird, was ich schlicht für Etikettenschwindel halte. Wir reden immer über Angst, weil natürlich Angst eine der größten Triebkräfte der Menschen ist. Da können wir doch mal die Frage stellen, woher kommt denn am Ende Angst bei den Bürgern? Woher kommt Wut in der politischen Auseinandersetzung? Wir reden in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, in den letzten Jahren häufig von Wutbürger, auch völlig unabhängig von Parteien, wenn wir an das Projekt Stuttgart 21 und die großen Proteste dagegen reden. Und dann möchte ich, dass aber davor die Frage gestellt wird, wie kommt es denn, dass aus Politik erst einmal Wut und Angst wird. Und diese Frage lassen die etablierten Parteien und ihre Vertreter gern bei der gesamten Diskussion weg. Und wenn wir dann einig sind darüber, dass Politik mit Emotionen immer gemacht wird und gemacht werden muss, weil der Mensch nun einmal ein Mensch und keine Maschine ist, dann kann ich die ganze Aufregung über Emotionen in der politischen Diskussion überhaupt nicht nachvollziehen und weise auch stark zurück, dass Parteien wie die FPÖ, die AfD oder andere EU-kritische, eurokritische Parteien in ganz Europa, Sie haben einige aufgezählt, aber bei weitem ja nicht alle, wenn ich an die Skandinavier denke, dass die natürlich sich Gehör verschaffen müssen. Und das funktioniert in der politischen und medialen Auseinandersetzung natürlich auch über Zuspitzungen. Aber die gibt es eben auf beiden Seiten. Und deswegen widerspreche ich auch, dass wir uns hier in jedem Fall als Opfer stilisieren. Denn man kann ganz klar sehen, wie man generell auf einen Konkurrenten reagiert. Der wird nie gern gesehen. Egal ob in Österreich oder ob in Deutschland. Und wenn wir uns dann einig sind, dass jeder Politiker, jeder politischen Partei emotional agiert und argumentiert, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Fundament und dann können wir uns das zu die Zuschreibungen von hier oder da mehr Emotionen oder Angst ganz einfach ersparen. Das ist nämlich schlicht unehrlich und wird dem Anspruch, den ein Politiker gegenüber dem Bürger haben sollte, mit keiner Weise gerecht. Eine letzte kurze Frage noch, bitte um eine kurze Antwort. Denken Sie, dass dieses Ergebnis in Österreich, und Sie interpretieren das ja auch so, dass sagen alle, gerade noch einmal vor der FPÖ geblieben sind, denken Sie, dass das diesem Bestreben, eine europäische Einigung zwischen dieser Parteienfamilie, die Sie inzwischen bilden, wird das helfen oder ist das eher ein Bremseffekt durch dieses Ergebnis Ihrer Meinung nach? Für ganz Europa erwarte ich jetzt keinen ändernden Effekt dieses Wahlausgangs.
weder in Frankreich noch in Deutschland noch insgesamt für diese EU-kritische Bewegung, weil wir sehen, dass in den anderen Ländern, also gerade Frankreich, in Deutschland, es diese Bewegungen ebenso gibt. Unsere Parteien gewinnen an Stärke und die knappe Mehrheit, die jetzt Van der Bellen für die etablierten Parteien, zu denen er zweifelsohne gehört, auch wenn er ein Mitglied der Grünen ist, die werden voraussichtlich nach unserer Interpretation in den kommenden Jahren noch mehr schrumpfen, weil die Unterschiede zwischen diesen Parteien noch viel weniger wahrnehmbar sein werden als ohnehin schon. Das ist eben das schwere Los einer größten und größtmöglichen Koalition gegen einzelne andere Parteien. Und das macht im Grunde die politisch-inhaltliche Auseinandersetzung, die wir explizit in Deutschland genauso wie die FPÖ in Österreich suchen, eigentlich noch einfacher. Ich freue mich also auf weitere spannende inhaltliche Debatten in allen europäischen Ländern und auch darüber hinaus. Vielen Dank und einen schönen Abend nach Leipzig, Frau Petri. Da ist einiges angeklungen, was ich hier fürs Österreichische noch vertiefen möchte, nämlich etablierte Strukturen haben. Ich glaube, das ist eine Binsenweisheit, über die müssen wir gar nicht diskutieren. So, und dann ist die Frage, inwieweit Emotionen und natürlich auch Angst, die nur bei den etablierten Parteien dann häufig als Sorge des Bürgers bezeichnet wird, was ich schlicht für Etikettenschwindel halte. Wir reden immer über Angst, weil natürlich Angst eine der größten Triebkräfte der Menschen ist. Da können wir doch mal die Frage stellen, woher kommt denn am Ende Angst bei den Bürgern? Woher kommt Wut in der politischen Auseinandersetzung? Wir reden in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, in den letzten Jahren häufig von Wutbürger, auch völlig unabhängig von Parteien, wenn wir an das Projekt Stuttgart 21 und die großen Proteste dagegen reden. Und dann möchte ich, dass aber davor die Frage gestellt wird, wie kommt es denn, dass aus Politik erst einmal Wut angedeutet. Sie stellen, also Sie erscheinen uns hier ja sagen, über die Leitung als einigermaßen reines Opfer. Gegen das alles Sinn. Wo sind eigentlich die Anteile an Aggression, die von Ihnen kommen und die man, wenn man es sich anschaut, über die letzten Monate, ja dann eigentlich auch im Innenverhältnis und in den internen Auseinandersetzungen, die ja auch durchaus hart geführt werden, wo steckt denn da Ihr Anteil? Na, dann trennen wir doch einmal, Sie fragen nach Angst und Emotionen, Sie nennen das jetzt Aggression, aber nennen wir es doch mal neutral, Emotionen in politischen Parteien und in der politischen Auseinandersetzung zwischen verschiedenen politischen Konkurrenten. Und das junge Parteien anders dynamische Kämpfe austragen als diejenigen Parteien, die seit Jahrzehnten und Angst wird. Und diese Frage lassen die etablierten Parteien und ihre Vertreter gern bei der gesamten Diskussion weg. Und wenn wir dann einig sind darüber, dass Politik mit Emotionen immer gemacht wird und gemacht werden muss, weil der Mensch nun einmal ein Mensch und keine Maschine ist, dann kann ich die ganze Aufregung über Emotionen in der politischen Diskussion überhaupt nicht nachvollziehen und weise auch stark zurück, dass Parteien wie die FPÖ, die AfD oder andere EU-kritische, eurokritische Parteien in ganz Europa, Sie haben einige aufgezählt, aber bei weitem ja nicht alle, wenn ich an die Skandinavier denke, dass die natürlich sich Gehör verschaffen müssen. Und das funktioniert in der politischen und medialen Auseinandersetzung natürlich auch über Zuspitzungen. Aber die gibt es eben auf beiden Seiten. Und deswegen widerspreche ich auch, dass wir uns hier in jedem Fall als Opfer stilisieren. Denn man kann ganz klar sehen, wie man generell auf einen Konkurrenten reagiert. Der wird nie gern gesehen. Egal ob in Österreich oder ob in Deutschland. Und wenn wir uns dann einig sind, dass jeder Politiker, jeder politischen Partei emotional agiert und argumentiert, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Fundament und dann können wir uns das zu die Zuschreibungen von hier oder da mehr Emotionen oder Angst ganz einfach ersparen. Das ist nämlich schlicht unehrlich und wird dem Anspruch, den ein Politiker gegenüber dem Bürger haben sollte, mit keiner Weise gerecht. Eine letzte kurze Frage noch, bitte um eine kurze Antwort. Denken Sie, dass dieses Ergebnis in Österreich, und Sie interpretieren das ja auch so, dass sagen, alle gemeinsam gerade noch einmal vor der FPÖ geblieben sind, denken Sie, ist es dann doch so, dass Bewegungen wie die AfD, Sie haben das ja vorexerziert jetzt über lange Zeit, auch sehr stark politisch davon leben, Ängste, die es gibt in der Bevölkerung, zu verstärken? Und dann sieht man, dass aber innerhalb solcher Bewegungen immer wieder, und Sie sind ja momentan mittendrin, auch innerhalb Ihrer Partei und Ihrer Bewegung, rumort es ja einigermaßen, scheint ja irgendwie auch ein Spezifikum zu sein, junger, ein bisschen revolutionärer Bewegungen, dass sie dann eigentlich auch intern
mit dieser Dynamik und mit dieser Geschwindigkeit und auch mit dieser Aggression, die dann doch ein bisschen da drin steckt, schwer zurechtkommen, nicht? Was ist denn jetzt Ihre konkrete Frage? Wie weit Sie die Aggression, mit der, von der Sie leben und die Sie auch immer beklagen, wie weit die eigentlich von Ihnen ausgeht? Herr Fockenhuber hat Sie